Hey Leute und willkommen zu einer völlig unvorbereiteten Folge Hide and Seek auf diesem wunderschönen Kanal. Ja, ich habe kein Thema, über das ich reden möchte. Oder, naja gut, doch, mir fallen so spontan doch Themen ein, über die ich reden könnte. Oder was heißt Themen? Ein Ereignis. Man könnte sagen, es ist ein Ereignis. Und zwar haben Freunde von mir und ich einen Server geholt, oder beziehungsweise ich habe einen Server gekauft, einen gemietet. Wie man es jetzt auch ausdrücken möchte. Und auf dem spielen wir halt ein bisschen, ja, Varo quasi. Dazu wird es allerdings kein Video geben. Ich habe dazu kein Video geplant, weil das ist halt, ja, also die erste Varo-Schlacht, die wir gemacht haben, hat irgendwie, also da habe ich, glaube ich, bestimmt irgendwie 5-6 Stunden Spielzeit einfach getudet. Und ja, das ist zum Zusehen nicht so spannend, weil du farmst halt größtenteils so, ne, oder suchst halt im Nether nach Zeugs. Von daher zum Zuschauen, glaube ich, nicht so interessant. Von daher wird es da keine Folgen geben. Und die zweite Varo-Schlacht, ja, die habe ich mittlerweile schon verloren. Also die erste habe ich tatsächlich gewonnen. Hätte ich auch nicht gedacht. War auch relativ knapp. Aber ich habe es geschafft. Und das ist ja das, worauf es ankommt. Ja, und wir sind jetzt erstmal versteckt. Wunderbar. Und wir kriegen noch unser Schwert dazu. Und ich muss sagen, es macht doch irgendwie immer wieder so Spaß. Also ich habe jetzt für die zweite habe ich jetzt... Die erste war quasi relativ spontan. So, für die zweite habe ich mir ein bisschen Zeit genommen, habe eine Map vorbereitet, Wände hochgezogen und sowas. Einen richtigen Spawn erstellt und so. War ganz cool. Auch wenn es für mich, glaube ich, noch anderthalb Stunden oder so gedauert hat. Hat trotzdem recht viel Spaß gemacht. Ja, ja. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Haha. So, dann gucken wir doch mal. Oh ja, ich spiele jetzt auf der Version 1.8, genau. Jetzt extra für Varo habe ich mir das dann runtergeladen. Und ich finde, es sieht ganz cool aus, wenn man jetzt so sieht, wie aufgeräumt dieses Mitspieler-Hub ist. Oh, guck mal, da ist ein Typ. Ach, guck mal, da ist auch sogar die Kammer, ne? Wo die Leute da so drin verweilen. Und die Sache ist, ich glaube, dieses Versteck hier ist super genial, weil die meisten Leute gehen einfach raus und suchen in diesen Schiffen nach uns. Ich glaube, keiner läuft hier unten runter und sucht, ob hier irgendwie einer ist. Ich glaube, die meisten gucken entweder oben einmal kurz und springen dann runter. Zumindest jedes Mal, wenn ich hier gespielt habe, bin ich immer rausgegangen und habe draußen Sachen gesucht. Ich glaube, hier kommt echt keine Sau jemals runter. Und deswegen ist es einfach das beste Versteck. Doch, da, ja, doch, das wird, okay. Da kommt gerade einer, aber siehst du, der sucht dich mal. Da kommt hier rein und denkt so, okay, boah, ist nichts Spannendes. Auch der wird, ja, einfach gleich weiterlaufen. Juckt den gar nicht. Moment, den Kill hole ich mir. Oder auch nicht. Weil ich ihn nicht richtig schlagen konnte. Okay. Okay, was war das? Also ich meine, mir war jetzt bewusst, dass ich sterben werde bei dem. Aber ich habe ihn doch richtig oft getroffen. Oder zumindest habe ich ihn richtig oft geschlagen. Das war das für komische Lex, dass ich das nicht geschafft habe. Hä? Sieht alles nur am Spielmodus, denn ich bin der beste Spieler der Welt. Hä, hey Leute, aber das verstehe ich echt nicht. Warum das jetzt so passiert ist, ich weiß nur, dass ich jetzt erstmal gucken werde, wo es hier runtergeht. Wie ist denn hier überhaupt runter? Ich weiß nicht mehr, wie man drunter kommt. Kann man von oben runterkommen? Nee, ne? Man muss einmal irgendwie so runterspringen, glaube ich. Und ich werde jetzt nämlich innen drin gucken. Weil ich ja jetzt selber weiß, dass es hier eigentlich ein super Versteck ist hier drin. Okay, da komme ich nicht rein. Mal sicher gehen. Okay, 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 okay. Okay. Hier auch nichts. Alles klar. Ich gehe mal hier die Treppe hoch. Ich weiß auch gar nicht, wo man da hinkommt. Aber hier scheint auch keiner versteckt zu sein. Ja gut, dann stütze ich mich nach unten zu den anderen. In 30 Sekunden ist auch schon diese Runde vorbei. Wow, das ging schnell. Kam mir gar nicht so lange vor.
Weil ich dachte, oh, das wird bestimmt richtig lang. Du hast ja eigentlich gar nichts so zu erzählen. Das wird bestimmt sich ein bisschen ziehen. Aber gar nicht mal. Nö, nö. Also fand ich zumindest. Weiß nicht, ob ihr euch unterhalten gefühlt habt. Bei dieser kurzen Runde Hide and Seek. Wenn ja, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Ich weiß, heute nichts Spannendes zu erzählen gehabt. Ist vielleicht ein bisschen doof, aber oh, guck mal, das ist wenigstens noch ein Kill. Ha, so kurz vor Ende habe ich wenigstens noch einen gekillt. Das erfüllt mich jetzt doch mit Freude. So. Tobi Tentakel mit einem Kill, Best Seeker in this Round. Wurde ich aufgelistet mit einem Kill, das ist peinlich. Oh, guck mal, hier ist ein Bücherregal. Er freut sich jetzt bestimmt, dass er nicht getötet wurde. Ja, falls euch diese Runde gefallen hat, dann lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sieht man sich bestimmt demnächst in einem anderen Video wieder. Bis dahin, haut rein, Leute.